Herzlich willkommen zu dieser Tischpräsentation im Hotel und Gasthaus, Gasthof Deutsches Haus hier in Grünz zum Thema die Grünzer Linie bei Schmölln. Eine Sonne nur bei Nacht. Es geht darum, dass hier in Schmölln im Jahre 2014 bis 2015 über den Winter eine Ausgrabung gemacht wurde, eine sogenannte Rettungsgrabung. Die hier in diesem Buch, ist das noch drauf? Archäologie in Berlin und Brandenburg 2014, sogar mit Titelbild dargestellt ist. Drinnen gibt es zwei Artikel, einen allgemeinen Artikel vom Herrn Schopper, wo etwas über Schmölln berichtet wird, und den Artikel des Archäologen Rainer Bartels mit dem Titel Stein für Stein, wo ein bisschen mehr gezeigt wird. Danke. Im vorigen Jahr durfte ich bei einer Konferenz dabei sein, der Gesellschaft für Archäozoologie und Prähistorische Anthropologie, die in Brandenburg an der Havel stattfand, im Herbst 2016. Und ich war dort ein Vortragender, der über Schmölln berichtet hat. Und ich kann sagen, ich war der einzige Vortragende, der über Schmölln berichtet hat, sogar obwohl das in Brandenburg stattfand und von der Landesarchäologie abgehalten wurde, diese Konferenz. Ich meine, das ist vielleicht genug Grund zu sagen, dass ich hier eine gewisse Nahestellung zu dieser Angelegenheit habe, obwohl ich nicht der Archäologe bin, der ausgegraben hat. Das ist das Bild vom Plakat. Hier sehen wir die Randow, wie sie nach Südwesten fließt. Von der Landesstraße zwischen Grünz und Schmölln aus gesehen, bei Sonnenuntergang im Winter. Solche Sonnenuntergang und die Randow, die gab es schon vor 6000 Jahren und in der Zeit dazwischen. Diese Ausgrabungen in Schmölln datieren ja das Gefundene, das Jüngste, in die Eisenzeit, also ungefähr 500 Jahre vor Christus, bitte gleich zu sagen, wenn ich mich irren sollte, und das Älteste, das ist das Hünengrab, in die erste Hälfte des 4. Jahrtausends vor Christus. Hier sehen Sie ein Luftbild, wie man es von Kartenwerken im Internet bekommt. In diesem Fall wird es von der Firma Bing geliefert. Ich meine, dass die Bekannten die Ausgrabungsstelle kennen. Sie befindet sich in diesem Bereich. Und hier schwach erkennbar ist die Grünzer Linie, also außerhalb des Grabungsbereiches, um die es heute geht. Die Grünzer Linie ist eine lineare Bildstörung, die man bei Bing, bei Google und bei Yahoo erkennen kann, wenn man sich darauf konzentriert. Etwa 100 Meter lang. Eine Sonnenuhr bei Nacht. Eine Sonnenuhr, hier nach dem Prinzip eines Gnomons, funktioniert im Wesentlichen so, dass es einen Pfahl gibt, der einen Schatten wirft. Und der Ort, wo der Schatten landet, der gibt an die Tageszeit und auch das Datum. Wir wissen, im Winter sind die Schatten länger, weil die Sonne tiefer steht. Und im Sommer sind die Schatten kürzer. Auch zu Mittag ist der Schatten kürzer und am Abend ist der Schatten länger. Daher erkennen wir schon, dass es gar nicht so einfach ist, mit so einfachen Regeln diese Angelegenheit zu erklären. Das ist noch einmal der Grabungsbereich. Ich möchte ergänzen, hier ist die Autobahn A11 mit der Abfahrt Schmölln, derzeit in Bau. Und im Moment ist die Abfahrt Richtung Berlin gesperrt, aber die Abfahrt Richtung Stettin ist in Betrieb, wenn man in Richtung Stettin fährt, also von hier aus nach Stettin kommen möchte. Das ist der Schatten, wie besprochen. Und hier sehen Sie die Aufnahme eines Bäumchens, das ebenfalls einen Schatten wirft. Dem Grunde nach gehen unsere Überlegungen davon aus, dass man vielleicht früher einmal eine hohe Tanne gehabt hat auf einer Wiese, ein einsames Bäumchen,
Und die Spitze dieser Tanne, die macht wie alle Dinge bei einer Sonnenuhr einen Schattenlauf. Und hier wird es ein bisschen kompliziert, beziehungsweise für Fachleute endlich etwas Interessantes. Ich nenne das eine Bewegungskarte. Wenn man einen Pfahl hat und eine virtuelle Sonne, also ein kleines Sternlein, das irgendwo steht, aber so stark leuchtet, dass es auch einen Schatten wirft, dann läuft der Schatten, je nachdem, auf welcher Bewegungslinie er sich befindet, auf dieser Bewegungslinie um. Als Beispiel möchte ich die Sommersonnenwende nehmen. Hier der grüne Punkt, das ist der Pfahl, der den Schatten wirft. Die Sonne geht ja bekanntlich, wir schauen von oben drauf und Norden ist im Bild oben. Wir blicken also auf den Grund mit Nordrichtung oben und daher nach rechts geht die Ostrichtung. Die Sonne geht im Nordosten auf zur Sommersonnenwende und wirft einen Schatten, der in diese Richtung geht. Bei Sonnenaufgang, wenn es mathematisch hergeht, theoretisch unendlich lang, aber dann wieder rasch kürzer, sobald die Sonne steigt. Und in der Praxis sollten wir nun um jene Bereiche dieser Linien kümmern, die nicht allzu weit vom Pfahl entfernt sind. Also im Prinzip das, was hier auf dem Bild zu sehen ist. Hier ist es schon genau genug. Wir wissen ja vielleicht auch, dass bei Sonnenaufgang die Sonne nicht rund ist, sondern gehoben wird. Es gibt atmosphärische Brechung. Des Weiteren wird das Sonnenlicht stark abgeschwächt, weil es einen langen Weg durch die Atmosphäre hat. All diese Effekte beeinträchtigen solche Messungen. Und daher, wenn wir uns vom Pfahl nicht allzu weit entfernen, beziehungsweise nur Objekte betrachten, die doch etwas deutlich über dem Horizont stehen, dann kommen wir zu diesen Linien, die hier mathematisch berechnet sind, die aber in der Praxis durchaus in dieser Genauigkeit erreicht werden. Kurzum, kurz nach Sonnenaufgang ist der Schatten hier, dann läuft er unten auf unserem Boden Richtung Osten. Wenn er genau westlich des Pfahls steht, dann steht die Sonne genau östlich. Aber hat schon eine gewisse Höhe. Die Sonne steigt dann weiter, geht im Sonnenlauf in den Süden, dort unten, und der Schatten landet dort und ist jetzt am kürzesten. Er ist am kürzesten im Tageslauf, also hier ist der Pfahl, hier ist das Ende des Schattens, am kürzesten im Tageslauf und auch am kürzesten im Jahreslauf, denn zur Wintersonnenwende, also zum Mittag im Winter, würde der Schatten bis hier oben nach der zur roten Linie reichen. So groß sind also die Unterschiede in der Schattenlänge auf jedem Ort, auf diesem Breitengrad, zu dem diese Bewegungskarte gehört. Jeder Breitengrad hat seine eigene Bewegungskarte. Andere Elemente als die Sonne bewegen sich nicht auf Hyperbeln, sondern auf Ellipsen. Das sind all jene Elemente, die nicht untergehen, wie zum Beispiel helle, polnahe Sterne. Der große Wagen, jeder Stern des großen Wagens geht nicht unter, sondern kreist um den Himmelspol, der derzeit in der Nähe des Polarsterns liegt, auf der Himmelskugel. Und jeder Stern, der nicht untergeht, hat auf dieser Bewegungskarte eine Ellipse. Je näher zum Pol, desto kleiner die Ellipse. Und dieser zentrale Punkt ist das Bild des Himmelspols. Dort landet derzeit Polaris, wenn er so hell genug leuchten würde, um einen Schatten zu werfen. Da aber diese durchaus interessanten Objekte keinen Schatten werfen, gehen wir einen anderen Weg. Wir bewegen uns mit dem Auge in die Wiese und schauen über die Spitze des Bäumchens. Und bitte don't try this at home. Genau dahinter steht die Sonne. Das heißt, wir bewegen unser Auge bewusst so, dass das anzuvisierende Objekt
genau hinter der Spitze des Bäumchens oder genau hinter der Spitze des Pfahls steht. Bei der Sonne würde ich das überhaupt nicht empfehlen, aber beim Mond kann man das schon machen. Und bei den Sternen sowieso. Also wenn man sich für einen Stern, etwa für den Arcturus, interessiert, dann legt man das Auge auf den Boden und etwa hierher sieht man über den Pfahl zum Arcturus. Wartet man ein bisschen, dann muss man sich mitbewegen und bewegt sich auf der Bewegungslinie, die irgendwann einmal durch den Pfahl geführt hat. Und zwar deswegen, weil der Arcturus den Zenit passiert hat über Schmölln. Das war einmal der Fall, es ist schon sehr lange her. Wir kommen später noch darauf zurück. Und das ist die, ich nenne das die zenitalastronomische Beobachtungsmethode.